Ja, jetzt beginnt ja quasi wieder die Saison, Ferienbeginn, ne? Und da sind wir dann immer so ein wenig unterwegs, auf freiwilliger Basis. Da kümmern wir uns dann ein wenig um die Daheimgebliebenen. Und das ist voll interessant, es werden ja immer mehr die, wo daheim bleiben müssen. Hier zum Beispiel, das ist der Hasso, das ist so ein Mischlingsrüde, sehr putzig. Den haben wir von so einem Autobahnparkplatz runtergeholt, gleich hinterm Biberrieder Kreuz. Da haben wir ihn losgebunden vor 2 Jahren. Und seitdem ist der Hasso hier. Das heißt, er war zwischenzeitlich schon auch einmal fort, weil wir haben ihn ja schon 2-mal haben in der Weihnachtszeit neu vermittelt. Und dann aber jeweils am darauffolgenden Beginn der Sommerferien haben wir ihn sofort wieder reingekriegt. Das war immer nur ein kurzes Glück. Und das ist voll interessant. Wir haben ihn jedes Mal auf den Parkplatz an Biberrieder Kreuz wieder losgebunden. Also den Parkplatz, den kennt er schon. Wenn ich sage zu ihm, Biberrieder Kreuz, da spitzt er schon so ein wenig nervös die Öhrli. Na, hast so ruhig jetzt, das war doch nur ein Späßli. Da hinten, das ist der Rex, das ist auch ein Mischling. Ich schätze, da ist einmal ein Dogge so ein wenig über den Pudel nübergerumpelt. Naja, der Rex stammt von so einem Autobahnparkplatz bei Nürnberg. Oder nee, halt, auf dem Zubringer war er unterwegs, auf dem Zubringer von Erlangen kommend. Wo genau er ausgesetzt worden ist, das wissen wir gar nicht. Wir haben ihn von der linken Spur runtergeholt. Da hat er gejagt gehabt. So ein Zimmerhäsli, mutmaßlich aus Bamberg. Ja, und unser Rex ist das erste Mal da. Der Rex ist glücklicherweise sehr kinderlieb und es ist auch wichtig bei uns, weil jetzt auch ein Blick, das zeige ich Ihnen. Gabi, geh mal her. Geh mal zum Onkel. Jetzt komm halt mal. Komm, Gabi, sei nicht zu schüchtern. Musst keine Angst hab. Naja, sie mag nicht. Aber diese Schüchternheit findet man ja oft bei so Autobahnkindern. Dabei hat die kleine Gabi noch Glück gehabt im Vergleich zu anderen Kindern, weil den Papa von der Gabi, den haben wir ja schon ermittelt. Weil der Papa von der Kleckabi, der hat's übertrieben, das muss man sich einmal vorstellen. Beim Parkplatz im Spessart hat er erst die Schildkröte rausgehaut, gegen den Widerstand von der Kleckabi. Beim Parkplatz im Steigerwald hat er dann zur Strafe die Kleckabi rausgehaut, gegen den Widerstand von der Frau. Und am Inntal-Dreieck hat er dann die Frau rausgehaut, gegen den Luftwiderstand. Wenn er zurück ist aus dem Urlaub, wird er wohl ein wenig ärger kriechen, schätze ich. Und so lang kümmern wir uns halt um alle Lebewesen, die wo in irgendeiner Weise Opfer des Ferienanfangs geworden sind. Und es funktioniert auch ganz gut, weil, guck es mal her, die Autobahnhäsli werden betreut von die Autobahnhünd, die Autobahnhünd werden betreut von die Autobahnkinder und die Autobahnkinder werden betreut von unseren Senioren. Na freilich, da haben wir ja seit Ferienbeginn auch schon wieder ein halbes Dutzend losgebunden.